Ja, Fuad Kilic, Platz 6 am Ende der Saison erreicht. Sie haben als Ziel ausgegeben den einstelligen Tabellenplatz. Wie zufrieden sind Sie mit der Saison? Ja, ich meine, den einstelligen Tabellenplatz, wie du jetzt gesagt hast, da haben wir erreicht. Aber wenn man sieht, dass wir in den letzten Wochen einfach zu viele Punkte wieder liegen gelassen haben, hat uns das so ein bisschen an die Anfangsphase der Saison erinnert, muss man ganz klar sagen, wobei wir da wenigstens noch ein paar Unentschieden geholt haben. Im Grunde genommen ist es so gewesen, dass uns so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Vor allem nach dem Uerdingen-Spiel, sowohl mental als auch körperlich, sodass die englischen Wochen auch unheimliche Substanz gekostet haben, so viel wir zu viel Kraft lassen mussten und einfach unser Kader in der Breite nicht so aufgestellt war, dass wir das auffangen konnten und viel rotieren können. Und somit insgesamt muss man letzten Endes zufrieden sein mit dem 6. Tabellenplatz. Ärgerlich ist trotzdem, wenn du dann den Sieg nicht kurz vor Schluss gegen Rinan aus der Hand gibst zu Hause, dann bist du mindestens Vierter. Oder wenn du noch ein, zwei Tore schießt, bist du Dritter. Und wir haben vielleicht im Nachgang, wenn man das rekapituliert, zu viel Risiko genommen. Nach der 2-1-Führung, wo wir das Spiel gedreht haben, wollten wir unbedingt noch das Dritte, Vierte nachlegen. Die Chancen und Möglichkeiten waren ja da, um unbedingt Dritter zu werden. Und ja, ich sage ja, letzten Endes muss man zufrieden sein. Und insgesamt denke ich mir, wenn man sieht, wie wir uns da vor allem zwischenzeitlich gefangen haben und entwickelt haben, und schon eine gewisse Basis gebildet haben, bin ich vollends zufrieden. Ist das denn menschlich gewesen von der Mannschaft, dass sie eben nach so einem Uerdingen-Spiel, wo sich alle drauf gefreut haben, 0-2 verloren haben, in dem Spiel auch noch bitter rote Karten kassiert haben, danach ist da so ein Spannungsabfall, ist das menschlich für so ein Team? Ja, menschlich. Es ist ja nicht nur jetzt aus sportlicher Sicht menschlich, sondern auch aus perspektivischer Sicht, dass der ein oder andere zum einen von uns kein Vertragsangebot bekommen hat, zum anderen diejenigen, die teilweise Angebote bekommen haben, von uns einfach sich das offen halten wollten, vielleicht auch vom Kopf her sich zu sehr mit anderen Dingen, mit ihrer sportlichen Zukunft beschäftigt haben, was dann paar Prozent in der Leistungsfähigkeit ausgemacht hat. Es kam das eine mit dem anderen zusammen und somit, wie gesagt, lügen die Ergebnisse sehr nicht und wir müssen dann halt gucken, dass wir jetzt bis zum Finale das alles abhaken und sagen, wir haben eine gute Runde gespielt und uns voll auf das Finale konzentrieren. Genau, viele Fans sagen, es war eine starke Saison, über die ganze Saison gesehen. Was waren denn Ihre Highlights der Saison? Gibt es da einzelne Spiele oder Momente, wo Sie sagen, das war besonders gut von meiner Mannschaft? Ich denke mir, wir haben schon nicht nur ein Spiel, sondern einige Spiele auf einem sehr hohen Niveau gemacht, wo wir teilweise über den ganzen Platz im 1 gegen 1 verteidigt haben, wo viel Vertrauen dazu gehört, sowohl in die Spieler als auch die Spieler untereinander, um überhaupt das praktizieren zu können. Und wir meiner Meinung nach sehr gute Auftritte hatten, egal jetzt auswärts gegen Dortmund, dann gegen Gladbach, wo wir auch gewonnen haben. Das erste Spiel zu Hause mit so einem fantastischen Publikum direkt im Rücken. Gab viele Momente, denke ich mir, wo wir das in positiver Erinnerung beibehalten können und einfach sagen können, dass die Mannschaft ihren Job eigentlich sehr gut erfüllt hat und wir sehr schnell den Klassenerhalt geschafft haben. Das vergisst ja jeder, dass wir nicht bis hinten raus zittern mussten, schon dann das souverän hinbekommen haben und das spricht ja auch für die Mannschaft. Dennoch gibt es so in einer Saison auch Momente, wo Sie sich ärgern. Wie lassen Sie denn die Wut raus? Ja, es ist immer bei mir besser, wenn man mich nach dem Spiel direkt in Ruhe lässt. Das heißt, es ist dann brauche ich eine gewisse Zeit, um runterzukommen, um auch mich zu beruhigen. Deswegen gibt es eigentlich bei uns auch eine klare Regelung, dass wir zumindest einen Tag vorm Spiel oder auch direkt am Spieltag nicht irgendwelche Diskussionen anfangen oder irgendwie etwas thematisieren, sondern jeder gewisse Zeit bekommt, um runterzukommen und das auch sachlich nochmal zu hinterfragen, zu analysieren. Und damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Aber Ausgleich ist für mich immer der Sport, dass ich selber mich dann körperlich betätige oder halt natürlich meine Kinder und meine Familie, dass ich da auch einfach mal mich zurückziehen kann. Sie sind seit 2,5 Jahren Trainer am Tivoli, damit Trainer, wie schon lange nicht mehr einer am Tivoli da gewesen ist. Sprich, ich glaube, der letzte Trainer war 10 Jahre her, dass er mal so lange geblieben ist. Das war Dieter Hecking. Ehrt Sie das, dass Sie so lange hier Ihren Platz sicher haben? Ja, sicher ist relativ. Ne? Weiß man nicht, wie lange und wie viel Sicherheit da noch vorhanden ist oder wer schon anfängt zu sägen, keine Ahnung. Aber natürlich macht das einen stolz bei so einem Traditionsverein.
es geschafft zu haben, dass, dass das Umfeld, dass die Vereinsverantwortlichen, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, einem vertrauen und auch das Vertrauen schenken und auch daran glauben, dass, dass wir gemeinsam das in die richtige Richtung steuern können und vorantreiben können. Und ich versuche da mein Bestes und hoffe, dass wir auch bald noch eine größere, noch eine festere Basis bilden können, um irgendwann zu sagen, dass wir konkurrenzfähig sind mit den Top-Vereinen aus dieser Liga. Sie bauen gerade wieder an dieser Basis. Wie schwer ist es, nach einem Jahr wieder neu anzufangen, nicht ganz neu anzufangen? Sie haben ein Gerüst ja schon stehen. Wie ist der Vergleich zum Vorjahr? Ja, ich denke mir, wir haben schon, wie du sagst, ein Gerüst stehen mit einigen unserer Leistungsträger, mit denen wir verlängern konnten. Der ein oder andere wird sich spätestens nach dem Pokalfinale dann auch definitiv entscheiden, wo der Weg hingeht. Und ansonsten, was halt schon dieses Jahr der Fall ist, dass wir wesentlich weiter sind in der Kaderplanung und schon vieles konkretisiert haben, extern wie intern. Und das gibt mir Sicherheit und wir haben dann einfach auch mehr Ruhe dadurch und müssen jetzt nicht ad hoc versuchen und irgendwelche Übersprungshandlungen durchführen oder Entscheidungen treffen, die wir nicht klar durchdenken oder wo wir uns nicht die Zeit nehmen. Ist es ruhiger geworden hier am Tivoli? Ja, ist doch schön. Drumherum meinst du? Ja. Ja. Also ich denke, dass das auch was damit zu tun hat, dass wir einfach uns auf den sportlichen Bereich konzentrieren und das komplett ausblenden können. Und im Umfeld um den Verein herum ist es auch ein bisschen ruhiger, sachlicher geworden, konstruktiver geworden, dass man vielleicht auch jetzt verstanden hat, wo man letzten Endes angekommen ist und dem Verein selber die Zeit gibt, sich zu entwickeln. Und deswegen bin ich auch froh, dass man nicht anfängt durchzudrehen und irgendwelche Parolen und irgendwelche Ziele ausgibt, die man in der momentanen Situation nicht erreichen kann. Was erwarten Sie von der nächsten Saison, wenn der Erste direkt aufsteigen kann? Das ist wahrscheinlich ein großes Wettrüsten, was dann passiert, ne? Ja, es ist ja schon voll im Gange. Wenn man sieht und hört, was der ein oder andere verpflichtet und bietet. Ich meine, ich kriege das ja auch mit, was teilweise unsere Spieler dann für Gehaltsangebote bekommen. Da sind wir auch sehr offen mit meinen Jungs. Dann muss ich sagen, Respekt. Ne? Das heißt, und da sind wir schon, da sind wir noch sehr, sehr weit von weg. Das muss nichts heißen. Ich habe ja gesagt, Entwicklung, Kontinuität, wenn wir das Gerüst halten, wir müssen immer davon ausgehen, dass der ein oder andere Leistungsträger geht. Da dürfen wir nicht verblendet sein. Aber wir dürfen, wie gesagt, einfach die Ruhe nicht verlieren und gucken, dass wir dennoch eine schlagkräftige Truppe haben. Und wir haben ja dieses Jahr sehr lange unter den ersten Dreien mitgemischt, ja, und sind hinten raus aufgrund der Gründe, was ich ja auch im Vorfeld genannt habe, abgerutscht. Und wenn wir nochmal so eine Saison spielen könnten, wäre das wunderbar. Aber wir können jetzt nicht hingehen, da muss man auch aufhören zu träumen und sagen, hey, wir wollen nächstes Jahr, weil der erste Platz direkt zum Aufstieg reicht, wollen wir um den Aufstieg mitspielen. Es wäre wunderschön, wenn wir das wiederholen könnten, wenn wir was wir dieses Jahr geschafft haben. Und vor der Saison gibt es noch ein Pokalfinale gegen Viktoria Köln. Vor ein paar Wochen hat man 0-4 da verloren. Jetzt will man die Revanche. Überhaupt in dieser Saison hat man das erste Spiel ja auch verloren. Wie wollen Sie an diese Aufgabe rangehen? Ja, wichtig ist, dass wir die Lehren aus dem letzten Spiel gegen Viktoria Köln ziehen und da auch taktisch richtig eingestellt sind. Und wir haben ja im ersten Spiel gegen Viktoria gesehen, dass es wesentlich ausgeglichener war, wo wir auch unsere Möglichkeiten hatten, wo wir aus dem Rückstand das Ganze ausgeglichen haben und über zwei Standardsituationen das Spiel letzten Endes verloren haben. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir hier jetzt im Pokalfinale auch ein anderes Gesicht zeigen werden. Die Jungs wirken jetzt in dieser Trainingswoche wesentlich frischer. Die Zukunft ist bei den meisten Spielern geklärt. Und vor allem ist es auch wichtig, wir dürfen nicht vergessen, hinten in den letzten Wochen hatten wir auch einige Leistungsträger, die gefehlt haben. Egal jetzt, ob Fiedler, Heinze, ja, die verletzungsbedingt ausgefallen sind. Junior, der nicht 100% fit war, ja. Der ein oder andere durch die englischen Wochen, wie gesagt, auch angeschlagen, teilweise in die Spiele gegangen sind. Und jetzt diese längere Pause oder diese längere Woche hat uns gut getan, den einen oder anderen dahin zu bekommen. Und ich hoffe, dass wir auf dem Punkt genau am Montag dann so weit sind, dass wir das verinnerlichen und es zu einem Pokal-Highlight auch machen, was sich gehört. Wenn Sie am Montagabend den Pokal in den Händen haben, welche Note geben Sie dann dieser Saison? Ja, wenn wir das schaffen, wäre das eine überragende Leistung. Ja, das wäre, denke ich mir, ja,
seit einigen Jahren das, was der Verein braucht und wo der Verein auch einfach mal wieder sportlich auf sich aufmerksam macht. Und wäre schöne Geschichte. Es ist nicht, man sagt nicht ohne Grund, dass Erfolge auch längerfristig bleiben. Ne? Und deswegen wäre das schön, weil die Jungs zumindest auch für die gute Saison sich belohnen würden. Als Schulnote? Für die Saison. Mit dem Pokalerfolg? Mit dem Pokalerfolg, da sind wir schon zwischen 1 und 2. Ne? Ja, das war schon, das wäre, nein, das wäre eine fantastische Sache. Ja.